Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir wollen jetzt uns reich machen und wollen gucken, wo wir Zucker verkaufen am besten. Zucker üben wollen wir nicht. Zucker bei Edeka. Naja, auf zu Edeka. Sagen. So halb durchs Unterholz. Ah, ob das so klug war von mir. Das klappt doch nie, oder? Bleib ich doch gleich mit dem. Dach ich doch. Ich fahr durchs Feld, ist mir jetzt scheißegal. Hab da keinen Bock drauf. Sorry, es ist spät in einer langen Aufnahmesession. Ich habe hier keinen Bock auf irgendwelchen Scheiß. Ich fahre hier jetzt quer durch. War auch völliger Quatsch hier rumzufahren. Aber die Anhänger standen da so. Ja, schön. Schon wieder Probleme. Ist hier nicht hier zu Edeka? Ja, hier geht's um zu Edeka. Ist eben nicht ideal. Fein hierher. So. Und die Gelduhr läuft. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dafür jetzt kriegen. Für so ein paar Kilo Zucker. Ansonsten könnt ihr ja erstmal hier die Trailer mal zum Zentrallager bringen, um einfach mal zu gucken, was wir denn da noch haben, was wir auch noch verkaufen können. Wir wollen ja verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir wollen Geld machen. Wir wollen richtig Geld machen. Und mit Glück kann ich gleich noch bei der Brauerei einen Trailer mit 4 Kisten verkaufen. Dann kriegen wir heute die 10 Millionen voll. Würde ich schätzen. Aber nur grob geschätzt. Kann ich nicht versprechen, aber kann ja, darf ja schätzen. Schön durch die Bögen fahren. Stehen, fahren wir zur Brauerei. Nein. So rum was. Dolly wollte ich ja mitnehmen. Den brauche ich fürs Bier. Es fehlen noch 3 Kisten gerade eben. Ich hoffe, dass ich die voll kriege. Hier habe ich Pellets ohne Ende. Ich weiß nicht, was ich hier noch alles liegen habe in der
So voll ist mein Zentrallager. Ich habe immer viel verkauft, damit ich Geld kriege, damit ich Felder kaufen kann, Maschinen kaufen kann. Und so weiter und so fort. Und ja. Aber trotzdem läuft unsere Gelduhr ganz ordentlich nach oben. Wir haben ja auch eigentlich alles, was wir an Maschinen brauchen. Sehr viel mehr kann ich gar nicht gebrauchen, weil ich es gar nicht verwalten kann. Ja, klar könnte man noch mehr Geld gebrauchen. Und größere, mehr Maschinen, mehr Felder. Große Felder. Ich meine, hier, ne, Feld 4 ist schon riesig. Ja, aber was bringt mir das, wenn ich es gar nicht alles bewältigen kann? Ja, alleine schafft man das nicht. Das ist ja die große Angst, die ich vor der Vierfachkarte habe. Dass ich da dann einfach völlig überfordert mit bin. Und irgendwie den Spaß verliere. Vielleicht sollte ich meinen Spielstand hier jetzt gleich mal irgendwie kopieren. Kiste fertig. Die Palette fertig. Damit ich dich verkaufen kann. Kann doch nicht sein. Los, komm. Keine Lust, noch viel länger zu warten. So, gleich ist sie fertig. Dann stellen wir die Zeit wieder normal ein. Natürlich. So. Dankeschön. Die Kiste da oben hinkommt, ist mir ein Rätsel. Ja, Rätsel nicht. Ich weiß wohl. Ich habe die irgendwann mal. Habe ich hier was geworfen und. Oder hat was geschoben und das ist dann irgendwie durch die Gegend geflogen. Daher kommt das, aber. Wie kriege ich die da wieder weg? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Achso, ich muss gucken, wo ich denn Bier am besten verkaufe. Bierkasten. Na, wo liegt er denn? Bierkasten, Lidl. Ja, mein Ziel kommt immer näher. Muss ich sagen. Den Weizen abfahren. Das wird der Knaller. Ich mag es ja gar nicht glauben oder mag es ja gar nicht ausgeben. Aber inzwischen spekuliere ich schon fast eher eine Summe von 20 Millionen an. Was der absolute Burner wäre. Aber wir sind ja nicht nur zum Verkaufen hier.
machen ja eigentlich auch Landwirtschaft. Heißt ja auch Landwirtschaftssimulator, nicht nur Wirtschaftssimulator. Entschuldigung, ich muss mal eben meine Stimmbänder befeuchten. Nach der nächsten Ernte, wenn die eingefahren ist komplett und verteilt ist, dann wird die Zeit erstmal hochgeschraubt, so schnell wie es geht, und das mache ich dann auch nicht in einem Let's Play, das mache ich nicht in einem Video, sondern das mache ich einfach mal so nebenbei und dann gucken wir mal. Ich fahre jetzt mal hier bei Edeka vorbei, ich will mal gucken, wie viel Zucker da noch steht. Weil wir sind jetzt schon richtig weit. Und hier steht noch so viel Zucker. Das ist unfassbar. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Ist das mal aktuell? Lidl, Edeka, Bierkasten, Lidl, jawoll. Hätte ja auch beim Stadion sein können. Ey! Jawohl, und die. Die Gelduhr, die bläst nach oben. Hammer. Hammer. Jetzt komm, ich fahr mal hier übers Grasfeld. Eher durch den Garten. Was ist da denn umgekippt? Nochmal zurück zum Zentrallager. Und zu gucken, was wir da noch haben. Ich weiß, dass wir auch noch Pellets unten beim Holz haben. Wir haben noch Leerpaletten beim Holz. Aber die will ich eigentlich jetzt nicht weghauen. Ich möchte eigentlich warten, ob wir die irgendwo brauchen. Wir haben sicherlich auch noch Stoffrollen. Nee, ich fahr... Ich hab's mir gerade anders überlegt. Ich fahre jetzt nicht... Nicht zum Zentrallager. Ich fahre jetzt mal bei den Schafen vorbei, ob da noch Wollpaletten sind. Ich würde dann gleich mal... Würde da ein Experiment interessieren. Würde aber heißen, dass ich erstmal in meiner Spinnerei, in meiner Weberei, dass da erstmal die Wolle weg sein muss. Mal alle. Ja, ich würde mich mal interessieren, wie viel Wolle ich denn aus einer Palette kriege, was ich für so eine Palette Wolle dann bekomme an Kohle und wie viel Stoffrollen ich daraus machen kann und was ich da dann an Kohle für kriege. Hätte man hier nicht auch gleich Schad bauen können? Ja, hätte man. Auf die Mischfutterfabrik werfen. Wird schon wieder nicht mehr produziert. Oh. Auch was nichts mehr zu produzieren hat. Hier also schon voll aussieht.
sind. Aber... Also es ist voll. Ja, ich habe aber noch von allem. Stroh habe ich nur 70.000. Silage habe ich nicht mehr so viel. Ja, können wir die Silageballen da noch reinwerfen. Grasballen herbringen. Da müssen wir Mischfutter abholen und abfahren, damit die weiter produzieren kann. Und das verkaufen. So. So, jetzt haben wir Stroh 23, davon 22, Gras. Ja, so 5, 6 Grasballen müssen wir hier noch her haben. Das kriegen wir auch noch mal irgendwann hin. So. Ach, die Uhr da oben, die läuft und läuft und läuft. Ain't that beautiful? Ich höre dir trapsen. Sehen. Ja, meine Felder sind alle erntereif. Sehr schön. 632. Also Wolle ist wahrscheinlich ja 2000 eine Palette. Das heißt, ich kriege für eine Wolle-Palette. Wolle, 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 Wolle. Wolle. Und blinkt. Wolle würde ich jetzt 40.000 kriegen für eine Palette. Eine Palette Wolle. 1, 2, 4 sind 4. 160.000. Für eine Palette. 2000 sind da drauf. Der Preis war 20.000 pro 1000. Also würde ich für eine Palette 40.000 kriegen. Wenn ich dann so einen Trailer voll hätte, 32 Stück, dann das 1,2 Millionen. Wir nähern uns der 10-Millionen-Marke, Ladies and Gentlemen. Aber das werdet ihr nicht mehr in dieser Folge sehen, sondern in der nächsten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich und ciao.